Dreamland, Listo, Schönbrunn-Film und Vita-Film bis zu 200 Großfilme pro Jahr. 1923 waren es nur mehr 35, 1924 noch 16, 1925 ganze 5. In diesem Moment der Schwäche exportierten die Amerikaner über 2000 Filme nach Österreich, überfluteten das Land und ertränkten die heimische Filmindustrie. Am 29. Februar des Schaltjahres 1988 führte ich mit Dr. Walter Fritz vom österreichischen Filmarchiv ein Telefongespräch. Die Übernahme des Sascha-Kolowrat-Denkmals in den Besitz des österreichischen Filmarchivs im Laxemburger Schlosspark ist ein Vertragspunkt mit den neuen Besitzern der Sieveringer Ateliergründe. Als gäbe es keinen würdigeren Ort im Herzen Wiens, von wo aus Kolowrat auf den Unterschied zwischen klassischem Mäzenatentum und dessen Verwechslung mit Zuhälterei, nämlich Verführen und Abhängigmachen von Schaffenden, erinnern soll. Bis zum Niederschreiben dieser Zeilen hat sich keine öffentliche Stelle, kein Sponsor gefunden, um für die Umsiedlung des Denkmals aufzukommen. Peter Patzak, Regisseur, Maler, Autor, geboren in Wien, studierte Psychologie und Kunstgeschichte und Malerei. Erste Ausstellungen unter der Patronanz von Albert Paris Gütersloh. Mitte der 60er Jahre wurde er zu der Film of Art Show nach New York eingeladen. Von 1968 bis 1970 arbeitete er in New York. Es entstand eine Reihe von Experimental- und Kurzfilmen. Bis heute entstanden rund 100 szenische Arbeiten für Kino und Fernsehen, darunter Kasbach,